Navigationsgeräte sind beliebt und werden immer billiger, zumindest die mobilen. Fest eingebaute Navis ab Werk sind dagegen meist deutlich teurer. Aber sind sie das zu Recht? Wir fahren mit dem Autobild-Experten Stefan Züch nach Braunschweig. Unser Ziel: NavCert, ein Navi-Prüfinstitut und Tochterunternehmen des TÜV Süd. Wir wollen klären, wie gut sind Navis ab Werk wirklich und sind sie ihr Geld wert? Diese vier Geräte testen wir. Das Navi Professional von BMW, das Touchscreen Navi NX von Ford, das VDO Dayton von Mazda und das RNS 510 von VW. Alle liegen mit Preisen zwischen 2.300 und 3.300 Euro im unteren bis mittleren Preissegment für Werksnavis. Ausgiebige technische Tests der NavCert-Ingenieure haben bereits stattgefunden. Jetzt wollen wir sie im ganz normalen Alltag testen. Wie aktuell ist das Kartenmaterial? Wie funktioniert die Routenkorrektur nach Fahrfehlern? Und ganz wichtig, wie verhält sich das jeweilige Gerät bei Störungen, etwa wenn man aus einem Parkhaus kommt? Unser Team bespricht letzte Details und dann geht's los. Erstes Gerät im Test ist das VDO Dayton von Mazda. Stefan Züch gibt ein Ziel in der Braunschweiger Innenstadt ein und macht sich mit einem Mitarbeiter von NavCert auf den Weg. Der verläuft zunächst über die Autobahn und erwartungsgemäß ohne Probleme. Mazda verlangt für das VDO Dayton 2.300 Euro. Damit ist das Gerät das billigste in unserem Vergleich. Praktisch, es verfügt über getrennte DVD-Player für Musik und Karten. Weniger schön die mangelhafte Kartendarstellung. Dafür ist die Routenberechnung angenehm schnell und die Routengenauigkeit. In der Innenstadt kommt es gleich zu einer ersten Panne. So, und hier haben wir jetzt das Problem, dass dieses Navi nicht auf die Fußgängerzone hinweist. Und das ist eigentlich ziemlich schlecht, weil das zeigt die Route in die Fußgängerzone an, in die wir aber nicht reinfahren dürfen. Als nächstes fahren wir außerplanmäßig durch ein Parkhaus. Wir möchten wissen, wie reagiert das Gerät auf Störungen. Das Problem hier im Parkhaus ist, dass die Navigation von Mazda außerhalb des Parkhauses zwar weiß, wo sie ist, aber wenn sie im Parkhaus selber ist, jeglichen Kontakt zum Satelliten verliert. Somit dauert es im Freien einige Minuten, bis sich das Navi wieder orientiert. Dann aber erreichen wir das Ziel ohne weitere Probleme. Fazit: Die Mazda-Navigation hat eine etwas grobe und unscharfe Karte und beginnt mit der Navigation erst, wenn sich das Auto auf der berechneten Route befindet. Positiv ist, dass man bis zu 5 Zwischenziele eingeben kann und dass das Gerät bei der Fehlerkorrektur sofort eine neue Strecke berechnet und nicht auf die alte ursprüngliche Route zurückführt. Wir fahren zurück zum Testzentrum und schnappen uns den nächsten Kandidaten, einen Ford Mondeo mit NX-Navigationssystem. Das kostet 2.420 Euro und überzeugt sofort durch sein großes, übersichtliches Display mit Touchscreen-Bedienung. Allerdings sitzt dieses für unseren Geschmack etwas zu tief. Außerdem lässt auch hier die Kartendarstellung etwas zu wünschen übrig. Und die Berechnungszeit für die Routen dauert mit bis zu 20 Sekunden recht lange. Dafür reagiert das Navi in der Fußgängerzone, wo Mazda patzte, zuverlässig. Züch und der NavCert-Experte sind zufrieden, ein klarer Pluspunkt. Also weiter zum Parkhaus. Auch hier verliert das Navi natürlich zunächst das Signal, findet danach aber viel schneller wieder die Orientierung. Und auch die Zielgenauigkeit ist okay. Bei der Ford-Navigation fällt auf, dass sie sehr langsam die Fehler korrigiert und dass die Karten sehr einfach sind. Positiv ist die sehr gute Sprachsteuerung und die sogenannte Home-Funktion. Man muss nur auf einen Knopf drücken und das Gerät kann einen dann wieder nach Hause zurückführen. Zwischenstand: Ford führt vor Mazda. Aber da sind ja auch noch die Navis von VW und BMW. Wie die sich in unserem Vergleich schlagen und wer am Ende die Nase vorn hat, das erfahren Sie im zweiten Teil.